Freunde, und willkommen zum 18. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Und zwar, beim letzten Mal hat man erotisches Abendessen mit Kira Metz, ja, die uns dann zum Schluss mit einem Zauber belegt hat, damit wir einschlafen, und hat sich dann vom Acker gemacht. Und wie wir jetzt wissen, ist sie auf dem Weg zur Reuseninsel in die Werkstatt und will die Papiere suchen. Irgendwas hat die gute Frau vor, und ja, das werden wir jetzt herausfinden, was es ist. Weil ich bin auch neugierig, und los geht's. Dazu brauchen wir hier das Boot, sonst kommen wir da nicht rüber. Ey, du sollst nicht springen so. Der Typ ist eh down, von daher braucht er das Boot eh nicht. Ja, der Typ ist das, wurde ja. In einem Part davor erledigt. Dann finden wir heraus, was die gute Frau vorhat. Und wenn wir es wissen, dann können wir dem danach dann auch, ja, dem Weideler helfen. Hatten ihm ja auch unsere Hilfe demnach versprochen. Erst mal gucken, wie wir hier. Ach so. Oder doch nicht? Hä? Komme ich denn jetzt rinne in die Stube? Hä? Oh. Ey, lass mich doch drauf, Mann. Sowas nervt halt übelst ab. So, wo war der Einlass? Genau hier beim Schild. Alles klar. Licht, ganz oben im Turm. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel. Oder einen Impfstoff. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders wenn es um Zauberinnen geht. Richtig. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Erfahrt ihr übrigens auch in den Büchern. Bitte, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Kira, ich kann.
Ich werde das nicht zulassen. Wir können nicht zulassen, dass die Forschungsresultate in die falschen Hände fallen. Und Radovids sind falscher als falsch. Ich werde dir diese Notizen nicht geben. Ich gebe dir rein gar nichts. Bitte, zwing mich nicht. Halt's Maul und zieh dein Schwert. Oh. Angau! So, haben wir dich. Du wolltest es so, Fräulein. So hätte es nicht enden müssen. Ja, sie ist tot. Ja, leider, wir hatten keine andere Wahl. So, das machen wir als nächstes. Müssen wir dahin. Tut mir zwar leid um Kira, also um Kira, aber ja, sie hat uns beleidigt, sie hat uns benutzt und im Endeffekt dann auch noch angegriffen und wir hatten halt keine andere Wahl, außer uns zu wehren. Noch ein Wunsch. Das so richtig war, dass wir sie jetzt getötet haben, aber es blieb ja nichts anderes übrig. Sie wäre so oder so in ihren Tod gerannt, wenn sie mit den Papieren zu Radovid gegangen wäre. Also hatten wir in dem Sinne eh keine andere Wahl. So, helf mal dem Weideler. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen will. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, ihr wird beendet sein. Lasst das Ahnenfest beginnen. Guckt euch das mal an, Leute. Eine Geisterbeschwörung.
Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht diese Zeichen. Sanft. Euch rufen wir. Hört ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Er rennt den Weihrauch. So. Na, Hexenjäger. Hört ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, nee, doch noch nicht. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit. Sofort aufhören. Die verlorenen Seelen. Wir müssen ihnen helfen. Ruhe. Ich dulde keine Nekromantie. Hilf uns. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Gute Leute, verlasst diesen Nacht nicht. Ihr dürft den Geist nicht retten. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln. So. Das ist eine schlimme Sache. Hexenjäger noch erledigt. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir. Kommt Seelen, euch hinten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schreit zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! So. Oh, alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut, ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Thank you.
weiter geht's im Programm. Jetzt dürfen wir auch noch die Leiche im Sumpf suchen. Ja, prima. Oh, ist mein Controller etwa die... Mein scheiß Controller ist auch noch defekt. Und wieso habe ich eigentlich gar keine Stiefel an? Stiefel? Ich habe weder Stiefel... Doch, habe ich hier. Hä? So, ich wollte gerade sagen. So, weiter geht's, aber mein Controller ist anscheinend defekt. Das merke ich daran, dass die Steuerung von Geralt ganz komisch ist in dem Moment. Vielleicht kommt mir das nur so vor, weil ich auch schon lange nicht mehr gespielt habe, aber mal schauen. Jetzt Wegkreuzung, Quest, Weltkarte. Da müssen wir hinreiten. Controller ist defekt, so ein Scheiß. Kann ich gar nicht gebrauchen. Jetzt müssen wir uns hier beeilen. Hier an dem komischen Buckel. So. Was wollt ihr denn, ey? Für euch Himbeersaft, eine Pflaume futtern, damit die Energie sich hochpowert. Und schnell weg hier. Wir müssen seine Leiche finden, damit wir hier die Mission beenden können. Da ist er auch schon. Tötet euch mal gegenseitig, ja, so ist es fein. Jetzt die Leiche noch mal hier. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Erledigt. Jetzt dürfen wir wieder zurück zum Weideler. Mann. Mache ich aber anders.
Und laufen jetzt wieder zurück zum Reisepunkt. Dann geht's ein bisschen schneller. Kein Bock, hier ewig in der Sumpflandschaft festzuhängen. Viele Trunkende gibt es hier dann noch. Haut mal ab. Ich habe keine Zeit. Jetzt reicht's aber. Ja, jetzt geht er betrunken. Super. Aber gut, er kriegt das immer noch hin. Hehehe. Ah, hier waren wir ja schon mal. Hier haben wir ja Anna Strenger befreit, falls ihr es noch wisst. So, ab nach Schwarzwald. Und dann ist für die Folge der Part auch schon vorbei. Ja, einiges erlebt. Mussten leider Kera Metz töten. Die gute Frau hat uns benutzt, belogen, beleidigt und uns noch angegriffen. So schön ist das ja nicht. Und wehren mussten wir uns leider Gottes. Sonst wären wir drauf gegangen. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exon. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Na, sehr schön. Haben wir die Quest auch erledigt. 50 Erfahrungspunkte noch mitgenommen. 50 Kronen. Nice. So, ich wollte jetzt erstmal auf Alchemie gehen. Gucken, ob wir eventuell wieder was herstellen können. Sanum-Bombe können wir herstellen, sehr schön. Haben wir da schon mal Tränke? Immer noch nur noch weißer Honig. Schwertwahl. Schwalbe wäre ganz nice. Schildkraut brauchen wir. Wir gucken weißer mal. Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Ja, Schildkraut, sehr nice. Was hat denn der hier? Rezept? Nigredo? Manuskriptseite Weiße Möwe. Sonst nur Glyphen. Zerriebene Perle. Gut, okay. Na gut, dann gehen wir jetzt mal auf Alchemie. Sehr schön. Bis dann.
So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz ins Inventar. Alchemie. Ah, bin ich blöd. So. Inventar. Waldcodes nehme ich trotzdem mit rein. Kann ich irgendwie vergleichen? So, Tränke nochmal. 30 Sekunden Wirkdauer, 5% Ausdauerregeneration. Oh, ja, schon besser. Oh. So. Sehr schön. Soweit, so gut. Das war's jetzt auch hier mit dem 18. Part. Ich hoffe, euch hat da gefallen. Lasst gerne Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!